bis er voll akzeptiert ist und bis er auch ein Emmentaler ist und zu den Emmentaler gehört. Aber wenn ein Emmentaler mal einer ins Herz geschlossen hat, dann steht er dazu. Die Trainer des SC Langnau blieben in den letzten 5 Jahren nie so lange im Emmental. Insgesamt 8 waren es in dieser kurzen Zeit. Seit Anfang November steht der Kanadier Ken Tyler als Chef an der Bande. Wo will er den Hebel ansetzen? Ich habe ein bisschen den Video gesehen und sie haben viele gute Kombinationen mit den Powers, mit dem System, aber sie glauben das nicht jetzt. Also das ist die erste Sache, ist eine gute Relation haben, konstruieren und Vertrauen geben. Selbstvertrauen, das hatten die Langnauer früher im Übermaß. Die Ilfishalle gleich neben dem örtlichen Schlachthaus war gefürchtet. Tal der heulenden Winde nannte man das Emmental voller Ehrfurcht. Der 2. März 76. Langnau schlägt Biel 6:3 und wird zum ersten Mal Schweizer Meister. In den folgenden 2 Jahren wurde Langnau jeweils Zweiter, mit einer Mannschaft fast ohne Auswärtige. 12 Jahre später können die Fans von solchen Bildern nur noch träumen. Ihr Team steht an der Schwelle zur ersten Liga. Traditionsderbys gegen Davos und Arosa drohen. 2 Vereine, die diesen Weg bereits gegangen sind. Gründe? Man muss einfach die Geschichte ein bisschen anschauen vom SC Langnau. Und die Geschichte ist die, dass wir heute noch an dem leiden, dass wir früher zu gut gewesen sind. Es klingt zwar übertrieben und abgedroschen, aber es ist so, in der erfolgreichen Zeit vom SC Langnau hat ein junger Spieler praktisch keine Chance gehabt, sich in die erste Mannschaft hineinzuspielen. Der Erfolg als Ursache des Misserfolges. Paradox. Paradox auch, weil in dieser Saison gerade noch 8 echte Emmentaler regelmäßig zum Einsatz kamen. Von der legendären Verschworenheit war diesen Herbst wenig zu spüren. Die Gieler, die im Moment spielen, die kommen nicht von sehr weit. Also die haben ja auch nicht gewissen Emmentaler Schlag drin. Aber man muss sicher sagen, es ist keine Dorfmannschaft mehr momentan. Aber ich nehme an, dass sich das in 2-3 Jahren, wenn wir mit den nachwuchsstarken Jahrgängen wieder nachher sind, dass sich das würde ändern. Ändern ja, vorausgesetzt Langnaus Junioren bleiben. Denn so abgeschieden, dass der Lockruf des Geldes nicht gehört würde, ist das Emmental nicht mehr. Zudem schien der Vorstand zuletzt kaum fähig, Verhältnisse zu schaffen, die zum Verweilen eingeladen hätten. Paradebeispiel, die Trainerfrage. Ich glaube, das Problem ist doch, dass man vielfach einfach kurzfristig reagiert. Man sollte gerade in einem Club, so wie es wir sind, mit einer starken Nachwuchsbewegung, sollte man sehr langfristig planen. Und vielleicht durch das, dass man immer vielleicht Trainer herbringt vom gleichen Land, dass man einen gewissen roten Faden hat nachher, eure Ausbildung von Junioren und vor allem eben von der ersten Mannschaft. Schweizer, Kanadier, Finnen wechselten einander in den letzten Jahren an der Bande ab. Nun hat wieder ein Kanadier das Sagen. Der Vereinskasse stehen ebenfalls schlechte Zeiten bevor. Diesmal wird man sich für die Bilanz wohl erstmals einen Rotstift zulegen müssen. Düstere Perspektiven, aber für Pessimismus hat es im Langnauer Vorstand keinen Platz. Wir kommen sicher innerhalb der nächsten 2-3 Jahre in die Phase, wo unsere Juniorenabteilung, die erste Mannschaft von unten her, wieder auffüllen wird. Und dann bin ich davon überzeugt, dass der Schlittschuhclub Langnau in der Schweiz die Rolle wird spielen im nationalen Hockey, der ihm zusteht, nämlich an der Spitze. Ob Ken Tyler dann noch immer Trainer in Langnau sein wird, ist mehr als offen. Ken Tyler dazu vor seinem ersten Einsatz als Trainer in Langnau. Wie lange glauben Sie, sind Sie Trainer in Langnau? Heute, das ist 6 Uhr und wir würden sehen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist das Wochenende bereits am Horizont von Langnau auftaucht. Auswärtssieg nämlich gegen das 5. platzierte Lies.
Wir haben es gehört, der Nachwuchs soll der SC Langnau zurück zum Erfolg führen. Und in Sachen Nachwuchs sieht es im Emmental tatsächlich gut aus. Er gehört seit Jahren zu den Besten im Land. Die Langnauer Juniorenabteilung gilt zusammen mit derjenigen des EHC Kloten als die erfolgreichste des Landes. In den letzten 20 Jahren holten sich die Emmentaler national nicht weniger als 16 Meistertitel. Hinter den Erfolgen steht ein bemerkenswertes Credo. Wir haben ganz gezielt in die polysportive Richtung geschafft, besitzen. Wir haben Judo einbezogen, wir haben Fußball einbezogen, wir haben Tennis einbezogen und haben dann auch mit diesen Sportarten sogar einen Leiteraustausch machen können. Judo, eine faire Sportart, bei der es gilt, den Gegner zu respektieren und gleichzeitig Mut zu haben, erschien den Betreuern eine ideale Ergänzung zum Eishockey zu sein. Und seit die Junioren Judo-Unterricht nehmen, sind die Verletzungen zurückgegangen. Aber trotz positiver Erfahrungen, man war mit den polysportiven Ideen nicht nur einverstanden. Es ist so, dass wir nachher ein bisschen belächelt wurden, wo wir mit anderen Sportarten zusammenarbeiten. Und sie haben gesagt, geht es eigentlich noch? Die springen dann auf das Mal ab. Und gerade das finden wir, das ist nicht richtig. Unser Ziel bei den Jugendlichen muss doch sein, denen die Vielfältigkeit von den verschiedenen Sportarten aufzuzeigen. Und wenn der eine Freude hat am Skifahren oder am Judo statt am Eishockey, dann haben wir ja bereits den Auftrag erfüllt. Eines der Kernstücke der Langnauer Juniorenplanung ist das jeden Herbst stattfindende Eishockeylager, das, wie könnte es anders sein, unter polysportivem Aspekt steht. OL, Gymnastik, Badminton, Judo, Schwimmen und diverseste Spielarten gehören zum Programm. Aber auch die gesellschaftliche Komponente kommt bei diesem Lager nicht zu kurz. Irgendwo müssen die Wurzeln zu einer verschworenen Gemeinschaft ja auch Fuß fassen können. Basis der Langnauer Juniorenarbeit ist das Konzept des Verbandes, speziell zugeschnitten auf die eigenen Verhältnisse. In Seminarien wurde mit dem Trainer eine gemeinsame Linie erarbeitet. Jeder Trainer muss sämtliche Trainings schriftlich abliefern. So kann die Einhaltung dieser Richtlinien überprüft werden. Nun ist Eishockey allerdings kein billiges Hobby. Allein die Ausrüstung kommt jeden Einzelnen rund 700 Franken zu stehen. Aber auch hier hat man in Langnau versucht, eine Lösung zu finden, die es jedem ermöglicht, sich dieses Hobby leisten zu können. Eishockey-Börse heißt das Geheimnis. Hier wird ausgetragenes Material feilgeboten und günstig erworben. Gerade bei Spielern im Wachstum keine Nebensächlichkeit. Beim SC Langnau beginnen die Kleinsten im Alter von 6 Jahren mit dem Eishockey. In einem Alter, wo sie sich noch kaum richtig anziehen können. Man hat in Langnau ausgerechnet, dass ein Junior den Verein in seiner ganzen Juniorenzeit rund 30.000 Franken kostet. Jeder fünfte dieser Junioren schafft im Durchschnitt den Sprung in die erste Mannschaft. Ein Nationalligaspieler kommt den SC Langnau damit rund 150.000 Franken zu stehen. Das ist verhältnismäßig wenig, wenn man weiß, was abgetakelten Ausländern für ein Engagement zum Karrierenende in der Schweiz in der Regel so bezahlt wird.